Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Wie immer für euch Freitag, aber wir haben heute erst Donnerstag und noch eine Änderung. Ich war nicht bei Edeka, sondern bei Aldi. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Lust mal zu Aldi zu fahren und ja, ich bin gefühlt auch ein bisschen günstiger gewesen oder geworden. Es waren 147 Euro. Es ist auch vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht habe ich auch einfach nur anders gepackt. Ich weiß es nicht. Aber ich zeige euch jetzt erstmal alles. Also, ich hatte übrigens die Kinder dabei. Alle Kinder, macht das bloß nicht nach. Es war eine Katastrophe. Zweimal Nougat-Bits. Dann habe ich diese Dinger hier gefunden. Das sind, glaube ich, Kinder-Cards in günstig. Das ist irgendwie schon so. Also, wir haben noch nichts gegessen. Das ist beim Transport hier passiert. Werde ich auf jeden Fall gleich eins probieren. Ich brauche Zucker. Dann, also, ich versuche übrigens in letzter Zeit weniger Süßigkeiten zu kaufen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dann habe ich hier so ein Pizza-Kit gekauft. Mia hat sich Apfelsaft und Multivitaminsaft ausgesucht. Kaufe ich bei Edeka eigentlich auch immer. Dann habe ich 6 Gurken gekauft für 44 Cent. Einmal Hackfleisch für eine Hackfleisch-Lauchsuppe. Dann zweimal Toast. Ben durfte das aussuchen. Einmal Vollkorn und einmal normales. Dann habe ich diese mega leckeren Aufbackbrötchen. Die habe ich schon ganz oft mal bei Aldi gekauft. Also schon länger her wieder, weil ich lange nicht bei Aldi war. Das sind solche Rosenbrötchen. Die schmecken einfach so lecker. Und da habe ich gleich 3 Pakete von gekauft. Da wir mit dem Wohnwagen wegfahren, wollte ich 2 Pakete mitnehmen. Wir haben dann eine Heißluftfritteuse und können die dann morgens aufbacken und haben dann unsere Brötchen. Genau. Dann habe ich Käse gekauft zum Grillen. Also einmal Grillkäse Paprika in so einer Pfanne. Und einmal Grillkäse Kräuter. Kräuter ist total gerne Grillkäse. Einmal Streukäse, eine Zucchini. Zweimal Birne. Dann habe ich hier solche Rosmarinkartoffeln gekauft. Dachte ich mir, dass ich die vielleicht auch irgendwie dann machen kann zum Grillen, dass ich die dazu esse. Gouda. Dann habe ich einmal Eier geholt. Einmal hier, wie heißen die denn nochmal? Capri-Sonne. Habe ich auch lange nicht mehr geholt. Zucker brauchten wir wieder. Ben hat sich diese Brotchips ausgesucht. Zweimal Mais. Ein Milchreis in günstig. Ich bin mal gespannt, ob ich den mag. Weil irgendwie bin ich beim Milchreis, mochte ich bisher immer nur den teuren. Aber ich lasse mich überraschen, sonst kriegt Lilly davon was ab oder Mia. Dann habe ich Tomaten gekauft. Joghurt, das ist mir schon auseinandergefallen. Einmal Maracuja und einmal Stracciatella. Da muss ich auf jeden Fall auch was mitnehmen in den Wohnanhänger. Das werde ich gleich alles mal einmal zur Seite packen, was ich alles mitnehmen muss und versuchen da zu verstauen. Möhren, dann habe ich 4-mal Mozzarella, 2-mal für die Tomaten und 2-mal brauche ich für ein Gericht. Dann habe ich hier Mini-Tomaten gekauft. Die brauche ich auch, also eine Packung brauche ich auch für ein Nudelgericht. Einmal Melone für 99 Cent. Ein bisschen Aufschnitt. Und zwar so eine Zwiebelwurst. Die habe ich jetzt fett reduziert gekauft. Einmal Salami für Ben. Und einmal so ein Bierschinken für mich. Den mag ich gerne. Windeln für Lilly. Für Koi habe ich Fassbrause in der Dose gekauft. Er meint, das schmeckt so schön siffig. Das ist halt alkoholfrei. Und das ist so ein alkoholfreies Bier mit so Brausemäßig. Genau, mag er richtig gerne. Und in der Dose findet er, schmeckt das richtig schön süffig. Und vor allen Dingen ist das ganz gut für den Wohnanhänger. Dann habe ich 3-mal Sahne gekauft. Einmal hier so eine so ein Sahneschmelzkäse, aber in leicht. Das war auch der einzige, der noch da war. Ich weiß nicht, sonst gab es den anderen. Und genau, dann habe ich diesmal in leicht mal mitgenommen. Ich mache nämlich eine Hackfleisch-Käse-Lochsuppe, habe ich das gerade schon erzählt? Ich weiß es nicht. Mir habe ich schon, sagt Ben. Dann habe ich diese Jaffa-Kekse geholt, weil die mag Mia, die hat sie sich ausgesucht. 4-mal Milch, einmal Rucola, den brauche ich heute für ein Gericht. Dann habe ich zum Grillen hier solche Stadion-Krakauer gekauft. Ja, haben Koya und ich uns letztes Mal unterhalten. Ich glaube, die haben fast 5 Euro gekostet, aber wir wollten mal wieder irgendwie was Besonderes essen und nicht nur immer nur mein Würstchen. Tomatenmark. Dann habe ich Miracle Whip gekauft, weil das war im Angebot für 1,49, glaube ich. Einmal Tzatziki für Mia. Ihr merkt schon, wir wollen grillen am Wochenende, wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Meersalzbutter, auch für den Wohnwagen. Einmal hier so eine
Kräuterbutter, die waren beide im Angebot für, ich glaube, 1,49. Einmal Pink Lady Äpfel, ein Deo, denn Mia benutzt jetzt langsam auch schon mein Deo und deswegen wird das viel schneller alle. Dann habe ich zweimal Mini-Würstchen geholt. Sind das die gleichen? Oh nee, einmal in leicht und einmal in normal. Naja, egal. Paprika, zweimal Avocado für Kolja, einmal Senf. Das ist hier so eine Mixpackung, das fand ich ganz cool. Da seht ihr das. Da ist drin einmal Schinken-Teewurst, einmal Schinken-Teewurst grob, also einmal fein, einmal grob, einmal Leberwurst und zweimal fettreduzierte Leberwurst. Fand ich ganz cool, dachte ich mir für den Wohnanhänger. Dann gekochten Schinken, so eine Platte mit so leckerer Salami. dann habe ich hier einmal die Maultaschen, die sind nicht mehr so lange haltbar, deswegen sind die reduziert, 25.06. Aber ich esse die auch danach noch, wir braten immer gerne an und essen dazu Salat. Dann habe ich zwei Brote geholt, einmal Kartoffelbrot und einmal das Milde und zweimal Kräuter Baguettes. Jetzt ruft mich jemand an. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, weil ich einen Anruf bekommen habe. Also, ich weiß nicht, ob ich genauso viel eingekauft habe wie sonst auch immer. Ich habe auf jeden Fall etwas weniger ausgegeben, 147 Euro. Ja, ich werde es mal beobachten. Es war auf jeden Fall nicht ganz so schlimm bei Aldi, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe alles bekommen. Und außer Babymilch, die habe ich nicht bekommen. Genau, die muss ich noch irgendwie nochmal nachholen. Das sind aber 6 Euro. Genau. Aber ansonsten, ja, werde ich jetzt mal die ganzen Sachen wegräumen. Oh, mein pubertierendes Kind. Ja, genau. Also es war wirklich schrecklich. Geht niemals mit euren Kindern einkaufen. Ich gebe euch nur den Tipp. So, ich werde die Sachen jetzt wegräumen. Einmal sortieren, was kommt in den Wohnanhänger, was bleibt hier. Und, ach so, dann wollte ich euch noch zeigen, was es zu essen gibt bei uns. Mama? Ja. Wollen wir nicht gleich noch da zeigen, den Taste-Test, damit die günstige Variante... Nee, den Taste-Test von den Dings machen wir gleich. Nudeln Toskana gibt es heute. Das ist so eine Fertigmischung. Da brauche ich halt auf jeden Fall die Mini-Tomaten. Und was brauche ich noch? Rucola dafür. Grillen und Nudelsalat, Grillen und Gurkensalat, Hackfleisch-Lauchsuppe, Hühnerfrikassee mit Reis, da habe ich aber eigentlich noch alles da. Schweinefilet mit Champignons und Spätzle. Champignons habe ich eingefroren da, Schweinefilet habe ich eingefroren da, Spätzle kann ich selber machen. Dann Brokkoli, Kartoffelauflauf, ich habe Brokkoli, glaube ich, falsch geschrieben, ne? Kartoffelauflauf und Pasta Calabrese, das ist auch so ein Fertigmischungsding. Und das mache ich jetzt. Und Mia hält jetzt ihren Sabbel. So, das waren unsere Sachen und... Das war mein Einkauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.